Weil er muss ja nur die Kisten beliefern, er muss ja nicht die Fabriken selber beliefern. Weg. Weg. Okay, aber der ist nicht angeschlossen, weil er nicht ver... Das ist doof. Das ist so doof. Also die orangenen Bereiche müssen sich überlappen, sonst verbinden die sich nicht. Das heißt, er müsste... dahin. Baum weg. Ja, hier... könnte er noch ein paar von den Kisten beliefern. Ich mag es, wenn es einheitliche Muster sind und wenn Sachen auf gleicher Höhe sind. Die Roboports werden jetzt überall quer verteilt, weil kein Platz mehr da ist. Das ist nicht schön. Gar nicht schön. Aber gut. Da kommt jetzt auch noch ein Roboport hin. Das heißt, das hier ist alles schon mal abgedeckt. Okay, testen wir mal. Haben wir Logistikroboter noch über? Logistikroboter da. Da, rein mit dir. Rein mit dir. Du kriegst noch ein paar Reparatursachen. Genau, also, die Kisten. Eine Requester-Chest, eine Active-Provider-Chest. Dann probieren wir jetzt mal rum. Also, wir hätten gerne eine Active-Provider-Chest. Das sind die, von denen ich denke, dass da die Ressourcen reinkommen, dass sie abgeholt werden können. Das heißt, wir setzen jetzt die Kiste da, wo die grünen Chips drin landen, mit so einer Kiste. Was machst du da? Du holst Chips? Kleiner fliegender Roboter, was machst du mit meinen Chips? Du bist irre langsam. Und du transportierst nur einen einzigen Chip. Achso, du bringst sie ins Lager. Okay. Weil wir keine Requester-Chest haben, die grüne Chips gerne hätte. Das lässt sich ändern. Wir gehen jetzt zu den roten Chips. Hier. Und ersetzen die grüne Kiste durch eine... Wo ist die? Da? Wo ist die Kiste hin? Ernsthaft, wo ist die Kiste hin? Die müsste... blau sein. Da. Du. Und du bist eingestellt darauf, dass du... grüne Chips hier einlagerst. Mindestens 100 Stück. Das heißt, wenn ich die jetzt rausnehme, müssten gleich kleine Roboter angeflogen kommen. Was machst du da mit deinem Chip? Jungs. Warum bringt ihr die Chips jetzt trotzdem zu der Storage Chest? Ein komischer kleiner Roboter. Ich stelle währenddessen mal ein paar mehr her. Vielleicht sind ja mehr Roboter klüger als einer. Du hast 9 Circuits. Wo ist der zweite von dir? Da fliegt auch einer gerade hin und her. Ah, das dauert eine Weile, okay. Ja, das klappt genauso, wie ich es gerne hätte. Also die Roboter fliegen jetzt immer hin und her zwischen die Kisten und sorgen dafür, dass da oben immer 100 Stück drin sind. Weil wir hier gerade gar nicht das Problem haben, dass Chips fehlen, sondern dass was fehlt? Plastik. Plastik rein. Genau, und aus der roten Kiste machen wir jetzt wieder eine Provider-Chest. Dafür brauchen wir eine Smart-Chest, dafür brauchen wir eine Steel-Chest, dafür brauchen wir Stahl. Gut. Also es ist ziemlich langsam. Können es definitiv nur nutzen für Kleinkram oder Hightech-Sachen. Sonst ist das viel, viel, viel zu langsam aus. Wir haben hunderte von Robotern. Wobei das natürlich auch cool wäre, hunderte von Robotern zu haben, die durchgehend rumwuseln. Ich weiß nicht, wie viel Leck das dann verursacht. Aber gucken wir einfach mal. Also wir hätten jetzt gerne eine Active Provider Chest und wir hätten gerne noch eine Requester Chest. Das heißt, die Active Provider Chest wäre dann die hier. Und wer brauchte rote... Chips hier. So. Du brauchtest rote. Das heißt, du bekommst jetzt eine Requester-Chest. Da. Du wirst eingestellt, dass du bitte immer rote vorrätig haben sollst. Und zwar 100 Stück. Wobei hier jetzt wieder was anderes fehlt, nämlich grüne Ärmchen. Grüne Ärmchen brauchen grüne Chips. Das heißt, wir brauchen eine Requester-Chest.
hier. Und die hätte gerne auch grüne Chips. Gucken wir, wie die beliefert werden. Wir haben jetzt zwei Leute, die gerne grüne Chips hätten. Nämlich der da und der da. Bisher wird nur der beliefert. Wir brauchen unbedingt viel, viel mehr von denen. Flying Robot Frame braucht Batterien. Okay. Ah, da kommt einer. Sehr gut. Ich hatte nämlich den Verdacht, dass sie eventuell nur nach Distanz gehen und dann würden sie erst versuchen, die untere Kiste zu füllen. Komplett mit 100, was schwer ist, weil es immer aus dem Fließband geladen wird. Und erst dann gehen sie zum nächsten. Aber so ist ja super. 5 Frames. Gleich 5 neue Roboter. Aber das ist cool. Also genau so hatte ich es mir am Anfang vorgestellt. Nur halt schneller und besser. Aber an schneller arbeiten wir jetzt ja. Wir müssen bedenken, wir sind immer noch auf der allerersten Geschwindigkeitsstufe und sie können nur einen Chip gleichzeitig tragen. Später können sie zwei gleichzeitig tragen und sind wesentlich schneller und haben viel, viel mehr Brüder und Schwestern. Also es werden rote Chips durchgehend hergestellt. Wir können das hier bei dem Plastik nochmal machen. Wir hätten gerne Provider Chest 2, Requester Chest 2 und die brauchen irre lange zu bauen, die Frames. Breche ich mal kurz ab. So, Active Provider Requester Chest. Du hättest gerne immer Plastik. Du da. Du hättest gerne immer Plastik vorrätig. 100 Stück. Dann gehen wir einfach zum Plastik und machen das da. Und genauso machen wir es auch mit den Batterien. Das heißt, die Kisten hier werden immer gleich leer gesaugt. Weil du... Active Provider. Du bist ein Active Provider. Oh, warte, du bist nicht in einem orangenen Gebiet. Nein! Okay, das können wir kurz ändern. Wir drehen den Arm einfach auf die andere Seite. So. Active Provider Chest da. Das heißt, im System sind jetzt Batterien drin. Im System sind jetzt auch Rubber Bars drin. Das heißt, sie brauchen nur noch Abnehmer. Du wolltest Plastik haben? Wer wollte Batterien? Ich habe Batterien im Angebot. Hier. Requester Chest. Batterie. Immer 100 Stück. Hat er schon eine Menge. Ja, nehmen wir noch ein bisschen was raus für den Privatgebrauch. Oh, Angriff, Angriff, Angriff. Nein! Eine schöne Ölraffinerie. Kaputt, kaputt, kaputt. Wie kaputt, kaputt, kaputt. Könnte dann einfach meine Raffinerien kaputt hauen. Ach du Kacke. Ah. Okay, 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 okay. Weg, 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 weg. Lebenspunkte sehen okay aus, Lebenspunkte sehen okay aus. Eine ganz schön große. Ach du Kacke. Lauf, lauf. Wo sind Türme? Komm, komm, beiß mein Fließband. Mein Fließband ist voll lecker. Ha, ha, ha. Jo, 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 jo. Hier unten ist irgendwo. Ah, okay. Hier sind Türme. Türme. Danke. Wo ist der andere? Da. Medium weiter. Ich halt drauf wie nichts Gutes. Oh oh. Ja, 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 ja. Piu, 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 piu. Piep, piep. Ja, repariert das Zeug mal schnell. Roboport. Könnt ihr das Ding jetzt auch reparieren? Warte mal, wir müssen, Storage Chest. Wenn wir jetzt einen Roboport in eine Storage Chest packen, wird dann das der Roboport von Robotern repariert? Das wäre cool. Gucken wir mal. Wo ist der Roboport? Da ist der Roboport. Tu mal rein. One object are missing the materials for construction. Ein Roboport, ja. Sehr geil. Also die kleinen Viecher fliegen jetzt los und bauen ihren eigenen Roboport neu auf. So wie ich das verstanden habe.
Was natürlich sehr cool ist, aber ich sollte, glaube ich, erstmal die Sicherheitslücke oben schließen und die ganzen Pumpjacks neu bauen. Ah. 15 Stahl jeweils. Das tut richtig weh. Da, Stahl. So. Also 1, 2, 3, 4 Pumpjacks waren das. Gucken wir mal, was die alles kaputt gemacht haben. Und dann setzen wir direkt daneben die Türme, die wir gebaut haben. Die da. Ich brauche unbedingt... Wow. Wow. Ich will das nicht wirklich neu aufbauen. Ich glaube, ich baue Roboports bis hier oben. Warte mal. Dich baue ich neu. Dich baue ich neu. Hier bauen wir Lasertürme hin. So, die müssten theoretisch alles angreifen, was da in der Nähe ist. Das sollte reichen. Kriegen sogar eine sehr rudimentäre Mauer. So. Sehr rudimentär. So. Ja, jetzt baue ich Roboports. Und zwar bis hier oben verknüpft. Und dann lasse ich das Ding einfach neu aufbauen. Wobei, das dauert wahrscheinlich wesentlich länger als einfach kurz mal... Oh, ganz viele Akkus. Als einfach kurz mal die Rohre neu zu machen. Roboport. Ja, wow, oh, das braucht viel zu viel Zeug. Okay. Also, Pumpjack. Da. 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 Wo ist der vierte Pumpjack? Da, bauen. Underground. Da. Wir brauchen noch normale Rohre. Hier. Mehr. Die da waren alles normale Rohre. Wir brauchen noch einen Strommast. Nicht die alten Krüppeldinger. Was war das da? Du warst ein Strommast, okay. Du kannst dahin. Du. So, der Schrott bleibt da liegen. Das ist interessant. So, Strom war einmal hier, glaube ich. Und da einmal. Alles hat Strom? Ja. Okay, ein Pumpjack. Da und Licht. Licht, Licht, damit wir die ganze Misere nochmal angucken können. Also alle vier laufen. Alle vier pumpen Öl ab und das Öl kommt hoffentlich auch unten an. Crude Oil 4,6. Ja, kommt es. Okay. Zzz. Nicht schön. Also wir optimieren weiter das mit den blauen Tränken. Wir brauchen unbedingt durchgehend blaue Tränke. Was fehlt dir? Die vielen Chips hier. Du kriegst mal ein paar von Hand. Die Roboter kommen nicht hinterher. Rote Chips genug da, Batterien genug da, Stahl genug da. Kisten. Wir hätten gerne Active Provider Chest, Requester Chest. Was die Passive Provider Chest jetzt anders macht als die Active Provider Chest, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mal rumprobieren. Achso, und wenn Leerlauf ist, immer Flying Frames herstellen. Wusel, 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 Wusel. Ich brauche mehr von euch Wuseltypen. Und der Roboport steht wieder. Da. Geil, geil, geil. Also das ist sehr praktisch. Gerade wenn mehrere Sachen auf einmal zerstört wurden, ist es ja doch ein wenig nervig, die Sachen neu aufzubauen, wie da oben gerade. Wenn das aber im Einzugsgebiet, also dem gelben Einzugsgebiet, dem großen Einzugsgebiet, von einem Roboport lag, bauen die das Silber neu auf. Das ist sehr geil. So, Logistikroboter, Construction-Roboter. Warum kann ich von dir nur einen bauen? Achso, rote Chips fehlen. Ja, das kriegen wir doch hin. Du nimm dir mal die Hälfte von den roten Chips. So, bauen mehr Logistikroboter.
Die Roboter dürften wir auch einfach irgendwo reinschmeißen können. Der ist nämlich schon gleich losgeflogen. Die werden sich immer da anfinden, wo es gerade gebraucht wird. Ah, jetzt haben wir schon 3 gerade auf einem Bildschirm gehabt. Mal gucken, wie es ist, wenn man hunderte davon hat. Weil ich glaube, die haben keine Beschränkung. Robot Recharge Rate. Das könnte ein Problem sein, die Aufladerate. Die Roboter müssen sie irgendwie auch aufladen. Und wenn es später zu viele Roboter sind und zu wenig Ports, haben sie keinen Platz zum Aufladen. Das heißt, ich denke, nur die Anzahl der Roboports wird beschränken, wie viele Roboter wir haben. Das heißt, wir könnten einfach eine ganze Reihe von Roboports hier hinbauen. Und dann haben sie hier eine riesige Aufladestation. Okay, erstmal mehr von euch. Ja, fliegt, meine Kreaturen, fliegt. Sehr, sehr geil. Also ich habe ja mehrfach an den Robotern gezweifelt. Und ich zweifle immer noch, dass sie das so toll machen können, wie ein gut ausgeklügeltes Laufbahnsystem. Aber es hat was. Es hat was, einfach nur zu stehen und zu sehen, wie die ganzen Roboter die ganze Arbeit machen. Vor allem ist es doch ein Ticken eleganter als diese komische Wuselkonstruktion mit den Laufbändern. So, was fehlt mir jetzt für noch mehr davon? Flying Robot Frames. Und dafür fehlt mir rote Engines. Rote Engines habe ich lange nicht mehr angeguckt. Ich nehme mal die normalen Engines von hier unten mit. Die da. Wenn da noch welche sind. Ja. Aus dir mache ich auch mal eine Active Provider Chest. Und aus dir mache ich auch mal eine Active Provider Chest. Und dann nehmen wir... Wo sind die Requester Chests? Da. Eine Requester Chest für... Normale Ärmchen haben wir hier oben irgendwo. Genau. Oh. So, du. Du nimmst bitte normale Ärmchen. 100 Stück. Also haben wir jetzt schon mal die Ärmchenproduktion unten mit den Ärmchenabnehmern für die andere Ärmchenproduktion oben verbunden. Dann hatten wir unten die... Genau, die normalen Engines hatten wir genommen. Die kommen dann hier hin. Dann hätten wir hier gerne eine... Ah, ist nicht im orangen Bereich. Das ist doof. Na gut, haben wir hier einfach die rein. Wir haben ja dezent viele da drin. Woran hapert es denn hier? An grünen Chips. Das ist irgendwie ein bekanntes Problem. Hm? So, oh, sehr gut. 14 Flying Robot Frames. Das wird Jahre dauern, bis die gebaut sind. Aber na gut. Dich baue ich schon mal hin, damit ich einen Platz im Inventar habe. Steam Engines. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir zu der Ausräumkiste mal wieder hinlaufen. Und das Inventar ausmüllen. Weil das ganze Holz und so weiter, das brauche ich einfach nicht.